Ja, Herr Lutz, Sie haben von den Herausforderungen gesprochen. Ich möchte mich mal auf die globalen Herausforderungen richten, der Mobilität. Wir wissen ja nach Paris und Marrakesch, Klima, Energie spielt eine große Rolle. Wie ist die Bahn aufgestellt in Europa, diesen Schienenverkehr mit zu beflügeln? Weil das sind ja entscheidende Dinge, wenn man in die Metropolen schaut, Gesundheit, Luft, alles in der Existenz der Fragen. Und Sie werden demnächst mit 150 unterwegs sein, wenn ich die Bahn sehe, mit 250 Kilometern. Und das würde mich interessieren, wie da die Strategie ist unter diesen Herausforderungen weltweit. Eine Frage noch an Herrn Profana, Sie haben ja gesagt, Sie haben alles im Griff. Die Kritiker sind immer unterwegs noch. Es gibt Großprojekte, wo die Befürchtung da ist, dass dann in der Fläche ausgedünnt wird, dass eben dann nicht die Möglichkeit da ist, in der Fläche die Bürger zu versorgen. Viele steigen dann doch aufs Auto wieder um. Und wenn man jetzt noch Großprojekte hat, dann gibt es Vernachlässigung. In Stuttgart sagen Sie 21 Hybrid, haben Sie im Griff, haben Sie da auch im Griff. Die anderen Fragen, die damit sind, die Leistungskapazität und die Kosten, was wir auch organisiert sehen. Meine Frage an Sie wäre, der Bundespräsident hat gesagt, wir brauchen die Mundbürger, alle auch die Kritiker. Würden Sie sich mit denen auch an den Tisch setzen? Es gibt ja Konzepte auch des Umstiegs. Natürlich kann man das als kritisieren, aber kritisieren heißt ja besser machen. Würden Sie, Herr Lutz und Herr Profana, auch mit diesen Kritikern, die unterwegs sind, an den Tisch zu setzen, ob es Verbesserungen sind in dem laufenden Prozess? Weil man muss ja nicht nur mitnehmen, die Experten aus der Bahn, sondern auch die Bahnfahrer und die Kritiker, damit das Beste für die Bahn herauskommt. Ja, ich probiere mich am ersten Teil der Frage, am zweiten Teil, wenn ich Sie auf Ihre Frage richtig verstanden habe, globale Herausforderungen oder man könnte auch sagen Chancen für das Thema Mobilität und Logistik gibt es ohne Ende. Und gerade wir als ein Konzern, der Gott sei Dank früh genug diese Internationalisierung und Globalisierung in seinen Produkten und seinen Angeboten mitgemacht hat, hat da, wenn ich das so sagen darf, fantastische Möglichkeiten. Und es gibt übrigens viele Stellen in dem, auf diesem Globus, wo wir angefragt werden und zurzeit noch sagen, wir machen da mal langsam. Wenn wir das ernst nehmen würden, könnten wir übrigens ohne Verschuldung zu beeinflussen, ohne größere Risiken einzugehen, glaube ich, noch viel mehr Beiträge leisten für Kunden, die global unterwegs sind, für Entwicklungsländer oder Schwellenländer, denen zu helfen, wie man Verkehrssysteme, Netzwerke und die darauffolgende Mobilität und Logistik optimal organisiert. Da haben wir einen riesen Erfahrungsschatz, haben jede Menge Kompetenz. Und wir sind in der Tat, das darf ich hier sagen, wir sind ja unter uns gerade am Überlegen, ob wir diesen Punkt nicht einfach mal machen und mehr Made in Germany mit einem kleinen BW unten rechts vielleicht auch sozusagen exportieren, in Anführungszeichen. Ich will Ihnen einen konkreten Punkt nennen, weil Sie Metropolen angesprochen haben, wo wir übrigens diese Entscheidung schon getroffen haben. Wir stellen immer wieder fest, wir werden auch sehr konkret angefragt und sind da auch dabei, gerade mit Hamburg eine Vereinbarung getroffen, dass Städte auf uns zukommen und sagen, wir möchten gerne in unserer Stadt ein integriertes Mobilitäts- und Logistikkonzept. Und wir möchten gerade die Bahn, weil wir in unserem Bauchladen sozusagen alles da haben, was deren Probleme löst. Und diese sogenannten Smart Cities, die aber ganz praktisch Probleme, Mobilitätsprobleme und Logistikprobleme in Städten für Menschen und Einwohner lösen, mit diesem Thema werden wir in den nächsten Wochen und Monaten sehr viel intensiver unterwegs sein. Und wie gesagt, wir sind geradezu prädestiniert, auf die Problemlage, die es da gibt, eine Antwort zu finden. Und aus der, will ich sagen, Zufälligkeit, aber aus unserem breiten Portfolio, das wir uns über die letzten 20 Jahre erarbeitet haben, dann eben genau passende Lösungen für die Probleme der Menschen zu finden. Und ich darf da sagen, sinnstiftende und erfüllende Arbeit ist immer Arbeit für andere. Und mir macht es einen unheimlichen Spaß, den Kollegen auch, festzustellen, dass wir Probleme von Menschen lösen können und einen Beitrag leisten können. Es gibt nichts Schöneres. Und wenn wir das gut machen, davon bin ich dann wieder als Finanzer überzeugt, dann glaube ich übrigens auch, dass wir in die Frage der wirtschaftlichen Tragfähigkeit auch genau dieser Geschäfte uns keine Kummer machen müssen. Ja, ich will zu der Frage auch noch gerne etwas sagen. Also gehen wir auf Kritiker zu oder unterhalten wir uns mit denen ja sehr offen. Ich
habe einen sehr breiten Dialog an verschiedenen Strecken mit Bürgerinitiativen, mit Institutionen, die unsere Planungen kritisieren. Und ich will vielleicht ein aktuelles Beispiel nehmen eines großen Bauprojektes in Nordrhein-Westfalen. Da ging es um die, oder geht es um die Betungelinie. Da habe ich sehr intensiv mit Bürgerinitiativen, mit Bürgermeistern mich an einen Tisch gesetzt, und wir haben am Ende uns auf ein Konzept verständigt, das zwar einerseits ein höheres Investitionsvolumen im unteren zweistelligen Millionenbereich von uns erfordert, aber auf der anderen Seite, und insofern war das eigentlich eine Win-Win-Situation für beide Seiten, in den jetzt anstehenden Planfeststellungsverfahren die dahinterstehenden Kommunen bereits erklärt haben, dass sie in dem Planfeststellungsverfahren nicht gegen die Planfeststellungsverfahren klagen werden, weil wir in einem vorgelagerten Prozess uns verständigt haben im Blick auf deren Interessen, die sie vorgetragen haben. Also das ist tägliche Praxis. 21 auch, wenn jetzt aktuell bei diesem Umstiegsvorschlag da mal zusammenzusitzen, zumindest zu prüfen und sich zu unterhalten. Beim Umstiegsvorschlag sind wir nach den Gesprächen, die ich jetzt nun geführt habe, der Auffassung, dass das kein Vorschlag ist, der am Ende das, was mit Stuttgart 21 bezweckt werden sollte, dann erreicht werden kann. Ich halte nichts davon, in Gesprächen sich lediglich mitzuteilen, dass man den Vorschlag für nicht geeignet hält. Das weiß auch die Initiative. Insofern würde ich sagen, stehe ich an sich immer zu Gesprächen bereit, aber an dem Punkt sind wir festgelegt. Wir sind der festen Überzeugung, dass wir mit Stuttgart 21 eines der ganz zentralen Projekte im süddeutschen Raum haben, und wir sind auch der Überzeugung, dass wir den Kostenrahmen und den Zeitplan nach jetzigem Stand einhalten werden. Ich habe gestern dem Aufsichtsrat dazu einen sehr umfassenden Bericht abgegeben. Von daher würden diese Gespräche, die Sie anmahnen, der Sache nichts bewirken, weil unsere Position klar und eindeutig ist. Vielleicht als der Dritte im Bunde, weil Sie auch gefragt haben, ob der Verkehr in die Fläche vernachlässigt wird durch die Großprojekte. Ich habe die Antwort vorhin darauf gegeben. Wir haben uns bereits entschieden, dass wir mehr Fernverkehr in die Fläche bringen. 20%, über 20 Millionen Zugkilometer, dann halten wir fest. Insofern kehren wir schnell in die Fläche zurück und ziehen uns nicht zurück.